So, dann schauen wir uns unser erstes Spiel an. Spiele ich gegen Bubbles. Doch, spielen wir gegen Bubbles. Probieren wir es aus. Mal gucken, was es bringt. Das Deck. Also, ich hoffe, dass ich einen Delver ziehe in der ersten Runde und eine Insel. Was sehr schön wäre. Chat schieben wir rüber. Und wir fangen auch an. Was gut für uns ist, ich wünsche Ihnen noch viel Glück. Und los geht's. Wir behalten, das ist eine gute Hand. Wir haben zwei Brainstorm, wir haben Preordain, Delver. Was uns jetzt fehlt, ist ein kleines Daze. Denn ich gehe davon aus, dass er uns den Delver schon in der ersten Runde abstellen wird. Wir jagen bis zum Ende der Runde. Machen mal den Friedhof auf. Also ich habe das Problem zurzeit, dass ich, Upkeep Stop ist noch drin von Modern, dass ich meinen Friedhof eigentlich so angeordnet hatte. Jetzt wird der Delver entsorgt. Dass ich meinen Friedhof immer so angeordnet hatte. Sich aber leider... Oh, Firebolt. Das ist sehr, sehr schlecht für uns. Denn der Firebolt ist sehr nachhaltig. Er wird wiederkommen. Damit ich einfach die Möglichkeiten hatte, die Friedhöfe besser zu überblicken und das Spielfeld größer zu halten. Aber er speichert sich das bei mir nicht. Wir spielen das Expanse, damit wir brainstormen können. Und wir werden am Ende seiner Runde auch brainstormen. Ich bin mir nicht sicher, gegen was ich spiele, aber ich glaube, dass es eine sogenannte Snow-Zoo-Liste ist. Die spielt Karten wie Shred, soviel ich mich erinnern kann. Oh nein, erinnern kann, das ist es nicht. Obwohl, er spricht nicht dagegen. Spielt Karten wie Shred und einige Snow-Covered Lands. Ich werde den Mountain zurücklegen und den zweiten Brainstorm, denn ich hole mir den Mountain jetzt mit dem Fetch. Und ich hoffe, dass ich eine gute Karte nachziehen werde. Und noch ein Flameslash, das wollten wir jetzt eigentlich nicht. Ich werde noch eine Runde warten, bis ich das Preordain spiele, damit ich countern kann. Wenn wir Glück haben, hilft uns doch das Flameslash weiter, wenn er eine Art Zooliste spielt. Können wir mal schauen. Diese Länder in dieser Edition haben es erst ermöglicht, so richtig zweifarbig zu spielen im Pauper. Davor war es etwas schwieriger. Leech. Ja, Leech ist uns ziemlich egal. Eigentlich hätte ich schon preordainen können. Denn im Prinzip kann ich die Kreaturen ohne Schwierigkeiten jetzt mit Flameslash abrüsten. Also ich habe einen kleinen Spielfehler gemacht. Mein Gegner geht davon aus... Oh, ist kein Spielfehler. Mein Gegner geht davon aus... Andu... dass ich Blau-Rot-Kontrolle spiele. Bottom. Dass ich Blau-Rot-Kontrolle spiele, denn das Deck ist ungefähr gleich. Wir nehmen jetzt erstmal die Schaden. 4 Schaden können wir noch handeln und machen die nächste Runde weg. Denn ich will eigentlich die Möglichkeit haben, auch etwas für 1 zu countern. Kann sein, dass ich mich jetzt etwas verspiele. Es ist nicht klappt. Aber, ja, wir werden sehen. Ich werde am Ende der Runde, egal was er spielt, werde ich Spellstar das Sprite spielen. Er bezahlt keine 2 Leben. Was ich interessant finde. Warum macht er das nicht? Ich glaube, der hat Angst vor einem Blitz. Er denkt, dass wir ein Lightning Bolt offen halten. Und möchte nicht 2 Leben für nichts bezahlen. Was kommt jetzt? 3. Ja. Glaze, ja. Gut, das stört uns jetzt nicht viel, weil wir nicht darauf angewiesen sind. Oder weil, sobald wir die Kontrolle haben, ist es uns egal, wie viel Leben er hat. Wir kommen durch. Was uns stören würde, ja, 3 Leben. Was uns stören würde, wäre tatsächlich der 5-5er, der Hexproof hat, oder cannot be the target of spells or effects, und Fading für 4 Mana. Das wäre die Kreatur, die uns am meisten stören würde.
Wir casten die, damit wir angreifen können. Und lassen unseren Counterspell bzw. unsere Fee übrig. Mit diesem Deck hat man in der Regel recht lange Spiele, was dazu führt, dass es sehr anstrengend ist, mit dem Deck Magic zu spielen. Häufig ist es ja so, dass man, wenn man dann tatsächlich Spiele hat, die über 10, 12 Runden gehen, dass es sehr, sehr, sehr auf die Konsistenz geht. Und gerade wenn man längere Turniere spielt, wie Dailies oder sowas, ist es doch schon anders, als wenn man sich dann ausruhen kann, wenn man mit Burn im Prinzip den Gegner nach 3-4 Runden, nach 4-5 Runden umgenietet hat. So, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Es sollte ja ein Shred spielen, können wir jederzeit mit das Beste oder Sprite das verhindern. Shred macht Schaden so viel, wie er Snow-Covered Lands hat auf eine Kreatur. Firebolt, das ist nicht der vom Friedhof. Wir spielen einfach die Spellstarter Sprite, weil er noch keine 4 Länder hat. Er wird wahrscheinlich ein viertes nachlegen, um dann den 5-5er zu spielen. Ich gehe einfach davon aus, dass er von uns wollte, dass wir eine Kreatur spielen, sodass er ungehindert seine eigene Kreatur landen kann. Wovor ich Angst habe, ist tatsächlich diese Dredge-Kreatur, die Death Touch hat. Ansonsten denke ich, dass wir eigentlich mit fast jeder Kreatur umgehen können. Okay, das Race ist jetzt wieder auf unserer Seite. Dadurch, dass wir 3 Schaden machen, er 2. Das einzige Problem ist, dass er Landfall hat. Das heißt, so einfach werden wir das Race auch nicht gewinnen können, wenn er mehr oder wenn er noch mehr Länder spielt. Wir lassen den Counterspell offen. Wir signalisieren ihm auch, dass wir einen Counterspell haben, sodass er auch ins Überleben kommen muss. Ja, Ninja wäre jetzt schon mal gut, so langsam. Signing Blood. Das counten wir. So, in diesem Spiel ist es auch tatsächlich so, dass jetzt auch immer das Days auch immer schlechter wird. Jetzt wird er den wegbringen. Diesen. Das wundert mich ein bisschen. Vielleicht hat er Angst davon, dass wir eine Art Combo spielen. Oder möchte das Race wieder... Oh, sehr gut. Wieder auf seine Seite bringen. Jetzt ist es so, dass er den, den Gladehard zurückhalten muss. Um den Ninja zu blocken. Wir spielen ihn auch so, um möglicherweise mit dem Brainstorm noch ein Daze zu finden. Always yes, always you. Und wir haben die Treasure Cruise gefunden. Das ist umso besser. Ich überlege, ob ich die Treasure Cruise jetzt spielen. Wir haben das Problem, dass wir unbedingt das Land brauchen. Denn er wird jetzt mit dem Firebolt mit einer Runde dafür aufwenden, um den zu handeln. Das Problem ist, dass wir tatsächlich keine Insel gezogen haben. Unser viertes Land fehlt uns. Ich spiele aber die Treasure Cruise jetzt, um möglicherweise auf den Daze zu kommen. Was wir entfernen, ist relativ egal, denn wir haben keine Karte, die aus dem Friedhof wiederkommt. Wir finden kein Daze. Finden aber dieses Land, was uns nicht viel weiterhilft, spielen es aber mal. Dennoch wird er jetzt seine Runde dafür ausgeben, unseren Ninja zu entfernen. Ist okay. Denn wir haben den Counterspell und können die Kontrolle über das Spiel übernehmen. Und ich glaube, dass es jetzt auch an der Zeit sein könnte, den Gladehard abzurüsten. Na, wir werden sehen. Ja. Keine Angst vor Days.
Unter Umständen finden wir sogar den zweiten Linie. Ich würde ungern den Flameslash verwenden. Oh, das ist auch gut. Das ist auch stark. Ich spiele jetzt den Delver. Spiele das Land und gebe den Zug ab. Ich glaube, dass er den zweiten Fireboard spielen wird für den Delver. Ich glaube, ich bin da fest überzeugt von. Und dann können wir Spell Starter spriten. Er weiß, dass wir die Sprite haben. Ich hoffe, er hat sich's nicht gemerkt. Er hat sich's gemerkt. Spielt mit. Überlegt. Wir können auf jeden Fall nächste Runde den Delver bringen. Wir können ihn auch flippen. Und dann ist das Raise. Ja, er spielt's. Er sieht keinen Weg vorbei. Er spielt es. Wir spielen unsere Sprite. Ich gehe davon aus. Ja, vielleicht hat er noch ein Land gefunden, hat noch ein Removal. Aber dann hätte er letzte Runde ihn anders abgerüstet. Nee, hat er nicht. Wir nehmen 2 Schaden. Wir brauchen kein Land. Wir legen das Daze drauf und zeigen ihm das Daze, um es wegzuschaffeln. Das heißt, wir warten im Upkeep, im eigenen, und zeigen ihm das Daze und schaffen es weg. Yes. Und wir fangen an zu spielen. Treasure Cruise. Also man sieht, dieses Treasure Cruise ist einfach viel zu gut. 3, 4, 5. Wir brauchen 4 Runden. Er braucht mehr Runden. Wir haben den Karten. Wir können nächste Runde entsorgen wir diese Kreatur. Wir greifen jetzt aber an für 5. Wie ich sagte, also Life Totals sind relativ egal in diesem Matchup. Was zählt ist tatsächlich, dass wir die Kontrolle über das Spiel übernehmen können. Ich habe auch überlegt, ob wir nicht 4 Treasure Cruise spielen, aber mittlerweile hat sich das Meta so angepasst und diese Treasure Cruise, dass man sie hauptsächlich oder dass man sie manchmal gar nicht spielen kann. 9. Er hat Bowls und er hat die Firebowls beide. Das heißt, wir müssen aufpassen. Mit 9 sind wir schon ziemlich in der Gefahr, ausgebrannt zu werden. Er muss etwas spielen. Das weiß er auch. Er geht nicht drauf ein. Also er versucht seine Hand voll zu kriegen und hofft, dass er uns packen kann. Wir ziehen natürlich das Daze nach. Wir müssen stashen. Nächste Runde können wir Treasure cruisen. Ja, er wird uns jetzt eine Kreatur zerstören, den hier. Das wollen wir nie. Ja. Die Frage ist, ob uns das egal ist. Wir haben so 8 Runden. Ich denke, wir müssen irgendwann auch mal den Sack einfach zumachen.
Ja, das ist okay. Eine Karte gegen potenziell 5 ist in Ordnung. Mit der Treasure Cruise finden wir auch noch Antworten für andere etwaige Fragen. Sign in Blood. Ist natürlich nicht das, was ich sehen wollte. Aber ich glaube, wir können uns leisten, das diesmal durchgehen zu lassen. Denn ich will ja die Keyspells countern. Und das Daze kommt zum Einsatz. Sehr gut. Besser geht's nicht. Blastoderm. Das war derjenige, von dem ich gesprochen hatte vorhin. Und wir können unser Daze noch verbraten. Hier ist Mana Leak als auch Daze genauso stark. Ich glaube, hier in diesem Matchup wäre Mana Leak wesentlich stärker. Weil seine Kurve relativ hoch ist für ein Pauper Deck. Und wir ziehen die Spellstarter Sprites sehr gut. Die countert in diesem Fall sogar den Blastoderm. Und er wird jetzt demnächst aufgeben. Uff. Ja. Ich bezweifle, dass er Mass Removal hat und wir mehr als einen Zauberspruch noch countern müssen. Das heißt, wir spielen diese hier. Schrägen die beiden Länder. Wir hätten vielleicht doch nicht das Land zuerst legen sollen, sondern das Evolving Wilds. Aber gespielt ist gespielt. So, wir haben zwei Counter und haben massenhaft Druck auf dem Tisch. Wir gewinnen in zwei Runden. Das heißt, es war wichtig, dass ich die zweite Fee gespielt habe, um die Two-Turn Clock aufrechtzuerhalten. So. Schwieriges Matchup. Relativ egal. Drei Länder, gut. Drei Runden. Vier. Ne, drei Runden. Ist immer noch eine Three-Turn-Clock. Er denkt, wir haben keine Counter mehr. Und er spielt die Leech. Leech ist gut. Die müssen wir countern. Ja, sträubt sich bis zum Ende. Jetzt haben wir wieder eine Zwei-Turn-Clock. Potenziell drei. Ja. Und das müsste es sein. Land. Spell wäre mir lieber. Nee. Wir countern, er gibt auf. So. Jetzt gucken wir uns an, was wir machen können. Wir brauchen. Er hat viel Removal. Wir brauchen nicht Electricity. Wir brauchen nicht Envelope. Wir können das Dispel spielen, wir können das Hydroblast spielen. Sandstorm ist gut. Wir wollen den Geist haben, dass wir Fliege haben. Wir brauchen nicht On the Draw das Daze. Wir brauchen nicht. Wir brauchen nicht die Tooth. Wir brauchen nicht. Eine Treasure Cruise nehmen wir raus.
Und wir nehmen daraus einen Brainstorm. Wir haben jetzt das Problem, dass wir zwar mit unseren 18 Ländern relativ wenige Länder drin haben, aber ich denke, dass das Spiel möglich ist, so zu spielen. Days bin ich ein bisschen zweifeln, aber wir probieren es. Hartes Matchup auf jeden Fall. Ja, gute Hand. Wir haben in der zweiten Runde einen Counterspell, haben aber leider kein Removal gegen Keep. Kein Removal gegen die Leech. Und die Leech ist eigentlich die stärkste Kreatur, die er hat. Und die wird in der zweiten Runde kommen. Das heißt, wir spielen dieses, geben ab und schauen, dass wir in der nächsten Runde einen Counterspell offen haben. Der Ninja, denke ich, könnte eigentlich auch raus in diesem Matchup. Ist ja gut. Besser können wir es nicht haben. Das Spiel geht wieder in unsere Richtung. Counterspell. Gladeheart lassen wir rein. Ja. Hier werden wir jetzt sogar am Ende der Runde den Blitz spielen. Oder? Nein, 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 nein. Doch. Hydroblast. Ja, jetzt stört mich es gerade ein bisschen, dass ich den Hydroblast drin gelassen habe. Denn er kann jetzt mit Red Elemental Blast hantieren, aber wir nicht mit Hydroblast. Er hat keine rote Kreatur, die wir unbedingt countern wollen. Ja, wir werden sehen. Ich hole mir hier aber ein rotes Land. Lightning. Boah, ich bin froh, dass wir Hydroblast drin haben. Bestens. Also Lightning ist eine geniale Karte. Die es allein rechtfertigt, dieses Deck zu spielen. Wir fetchen jetzt, denn es wird nichts mehr kommen von ihm, holen das Rote und spielen in der nächsten Runde ein blaues Land. Erst Real Danny. Sehr gut. Also, wir kündigen tatsächlich an, dass wir Ninja spielen, enttappen unsere Länder und können in der nächsten Runde schon angreifen. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die Länder falsch gespielt. Ich habe das Island gespielt, ja, richtig. Ich muss das Expanse spielen. Das war ein grober Schnitzer jetzt. Der uns aber nicht das Spiel kosten wird. Der wird jetzt den Ninja wegschießen. Also es kann nicht sein, dass er vier Karten auf der Hand hat. Ohne dass was Sinnvolles drauf ist. Und wir werden jetzt auch unter Umständen Schwierigkeiten bekommen, wenn er uns in dieser Runde Schaden macht oder wenn er in dieser Runde den Ninja wegschießt, ohne dass wir eine Karte ziehen und er in seiner Runde was Großes spielt. Wir probieren es trotzdem. Wir werden es countern. Ja. Und hoffen, dass wir einen Flameslash irgendwann ziehen. Ich möchte das Spiel gewinnen und zwar relativ bald. Okay. Nächste Runde spielen wir den Geist und die Fairies und haben Counterspell offen. Das könnte zu spät sein. Aber es sieht nicht so aus, als ob er Kreaturen gehabt hätte. Sonst hätte er die schon früher gespielt. Ich glaube nicht, dass er die Mana hätte offen gelassen. Ja, jetzt wird der Ninja gehen. Ja, damit, das ist okay. Solange der 5-5er nicht kommt. There is. Ärgerlich. Ja, er hat nichts. Nichts. Blau. Okay,
Gut. Was uns jetzt ärgern könnte, wäre tatsächlich Electricary. Aber wir gehen das Risiko ein. Machen den Stop auf den Upkeep und schauen. Okay. Wir werden nicht fetchen. Und hoffentlich einen Treasure Cruise ziehen. Ärgerlich, dass ich sie rausgebordet habe, aber hätte auch anders kommen können. Stop raus. Wir haben vergessen zu fetchen. Vor allem, weil ich einen Brainstorm rausgenommen habe. Ich zeige nicht meine Handkarte. In der Hoffnung, dass er ein Doris spielt. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, wir verlieren wahrscheinlich dieses Spiel einzig und allein wegen dieser Kreatur jetzt. Ja, genau wie ich sagte. Wir werden ein, zwei Hits nehmen. Und haben aber den Counterspell offen für die nächste Runde. Ich mag das Deck, das der Gegner spielt, aber die Mana-Base von 3 Mana ist schon sehr riskant. Ja, diese Kreatur ist schon ziemlich hart. Also dadurch, dass sie 4 Runden lebt, macht sie alleine, ja jetzt darf er, macht sie alleine schon 20 Schaden. Das kann nicht sein. Also das ist eine Kreatur, die man tatsächlich ausnutzen muss. Und dieses Shroud ist unglaublich, unglaublich stark. Was wir jetzt hoffen können, ist tatsächlich, dass wir zu links einen Storm ziehen. Das wäre natürlich auch ein Top-Deck allererster Klasse. Und ja, Brainstorm hilft uns dabei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, gut. Also wir können wieder das Spiel gewinnen und wieder an uns reißen. Wir haben zwei mögliche Blocker hier. Können zweimal countern. Also was soll's. Wir fangen jetzt aber noch nicht mit dem Countern an, mit dem Blocken an, sondern, ja, ist in Ordnung. Dann warten noch eine Runde. Ich glaube, dass er ein Gladeheart hat, weswegen er uns eine Fairy abgeschossen hat. Aber auch das sollte kein größeres Problem sein. Wir werden nicht blocken.
weil ich werde nicht blocken. Leech. Okay. Red Elemental Blast. Gut. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, ich habe mich vertan. Tatsächlich ist es so, dass er nur 15 Schaden macht. Der Plastoderm. Jetzt ist unsere Glock sehr hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, den hätte ich eigentlich gar nicht spielen müssen. Um die Glock zu erhöhen. Aber wir können blocken. Wir könnten blocken. Was wir aber auch nicht brauchen. Silent Blade. Ja. 2 Schaden ist gut. Das heißt, er muss Blocker zurücklassen. Beziehungsweise müssen wir den Delta drehen. Wir nehmen 5, gehen auf 7 und gewinnen das Spiel. Hoffe ich. Wir countern jede Kreatur, die er legt. Nein. Gut, wir haben noch eine Runde. Er hat 3 Karten, wir haben 3 Counter. Und er gibt auf. So, das erste Spiel gewonnen. Sehr schön gewonnen. Man sieht, dass dieses Deck auch Vorteile hat, die Mono Blue zum Beispiel nicht überwinden kann. Mono Blue hat große Schwierigkeiten damit, gegen ein derartiges Deck zu spielen. Einfach die Leech kriegt er nicht weg. Und wir haben im ersten Spiel eindrucksvoll bewiesen, dass es funktioniert. Was ich gemerkt habe, ist, dass Treasure Cruise vielleicht doch dreimal gut gewesen wäre. Brainstorm herauszuborden war okay. Ich hätte mir was gewünscht gegen diesen Blastoderm. Aber, das ist übrigens ein sehr schönes Bild, aber ich denke, das hat eigentlich gepasst.